Meine Entwicklungen sind auf der ganzen Welt zu finden. Probleme lösen ist meine Leidenschaft. Seit 1949 ist die EVG ein Familienbetrieb, spezialisiert auf Anlagen zur Herstellung von geschweißten Gittern und Betonbewehrungen. Der steirische Maschinenbauer ist weltweit gefragt. Wenn man sich anschaut, die großen Aufgaben der Zukunft, Energiewende etc., das sind alles Sachen, die mit Infrastruktur zu tun haben. Und wo Infrastruktur gebraucht wird, sind auch unsere Maschinen Teil der Lösung. Wir sind die Nummer eins weltweit in unserem Bereich, ist aber ein kleiner Bereich und deshalb sind wir ein Hidden Champion, könnte man sagen. Am Bau, in Parkhäusern, in der Landwirtschaft oder in Logistikzentren. Die geschweißten Gitter der steirischen Anlagen sind universell einsetzbar. Bei jedem Haus, wo Beton verwendet wird, wird unsere Gittermatrix verwendet. Fast bei jedem Zaun, was man sieht, also alles, was mit Drahtverarbeitung zu tun hat, sind wir tätig. 8 Lehrberufe werden am Hauptsitz in Grambach angeboten. Peter ist Nachwuchsmeister und steht allen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite. Wichtig ist das Fachwissen von den kompletten Anlagen, damit man weiß, wie die Suche am besten gestalten kannst, damit das schön flüssig und schnell abgehandelt werden kann, wenn es Probleme auftreten. Die überdimensional großen Maschinen vereinen Tempo und Präzision. In Sekundenschnelle werden die Gitter geschweißt. Das fordert auch Projektleiterin Margret und ihr Team. Wir entwickeln und berechnen die Anlagen und Maschinen. Aber das Gute ist, dass man auch in der Fertigung das in der Praxis sieht. Also alles, was wir hier entwickeln, sieht man drüben in der Fertigung in echt. Stets sind die Konstrukteure gefordert, die Maschinen weiterzuentwickeln. Es geht immer um Energieoptimierung oder Erhöhung der Produktionsleistung, einfach Verbesserungen, die durchgeführt werden. Stillstand gibt es nicht.